Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Schlumpfen für uns, es ist so spät, ihr müsst ohne uns anfangen. Erst eben, ist das aufregend. Oh, was wird aber vielleicht die Schlumpfen? Möchtet ihr keine Überraschung? Ja, mach doch. In diesem Fall... Ich finde es schon weinend, wenn eine schöne Überraschung ins Wasser fällt. Nun werden wir endlich Papa Schlumpfs neue Schlumpfonie in C-Dur hören. Ich hörte ein wundervolles Stück. In dem Fall will ich zwei Stücke. Es ist Musiktorte, kein Kuchen. Ja, aber Musik ist eben Kuchen für die Seele. Dann will meine Seele eben auch zwei Stücke. Oh. Nun meine Schlumpfonie in C-Dur und eins und zwei und drei. Stopp, 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 nein, so geht das nicht. Gefällt dir vielleicht mein Spiel nicht? Oh doch, es ist nur, wir können doch eine Symphonie in C-Dur nicht nur mit einem Musiker spielen. Wir brauchen mehr Spieler. Wir würden dir gern helfen, Papa Schlumpf. Aber wir haben ja gar keine Instrumente. Dann baut euch welche. Ja, 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 das mach ich gut. Nichts, nichts, absolut nichts. Seit Jahren durchstreife ich die Wälder und noch immer habe ich das Dorf dieser widerlichen kleinen Schlümpfe nicht gefunden. Aber ich werde nicht aufgeben, richtig, Asrael? Asrael! Hä? Hör auf, so albern da oben herumzuhängen, wir haben zu tun! Torti Schlumpf, warum bastelst du nicht auch ein Instrument? Hab ich schon, Papa Schlumpf, eine Kesselpauke. Aber ich muss sie erst lehren. Achtung, Schlümpfe, seid ihr alle soweit? Fertig, Papa Schlumpf. Dann eins und zwei und... Ach du liebe Zeit, die fangen gerade ohne mich an. Du spielst einige unkorrekte Töne. Ich? Kein Problem, Schlümpfe. Wir fangen gleich nochmal an. Und eins und zwei und... Na was? Vielleicht liegt's nur an deiner Trompete. Ja, lass mich mal versuchen, hä? Ist okay. Na klar ist sie das. Ihr könnt's vielleicht besser auf einem anderen Instrument. Hier, versuch das. Kleinigkeit. Oho. Oh. Ich hab die Lösung. Ein Triangel. Es ist hoffnungslos, Papa Schlumpf. Harmony spielt einfach falsch. Vielleicht sollten wir ihn den Dirigenten spielen lassen, Papa Schlumpf. Gute Idee, Schlumpfine. Und a one und a two. Das ist unfair, die sind alle nur eifersüchtig. Das ist alles. Aber wer braucht die denn? Ich werde das alles ganz alleine schlumpfen. Da! Was ist denn das für ein grässliches Geräusch? Das ist ja grauenerregend. Das klingt ja wie das Geheul eines Drachen mit Zahnschmerzen oder der Wutschrei eines Riesen. Hey, das ist ja ein Schlumpf. Tch, die haben doch echt den Nerv zu behaupten, ich spiele falsch. Die werden bitter bereuen, dass sie mich rausgeekelt haben. Ach, so ist das. Da kommt mir ja eine brillante Idee, aber ich muss mich beeilen.
Alles, was ich brauche, habe ich hier drin. Und bald werde ich auch diese Schlümpfe hier drin haben. Ich hab's mir überlegt, ich gehe ins Dorf zurück. Und wenn sie mich bitten, ich soll wieder in ihrer alten Schlumpfonie mitspielen, dann werde ich ihnen sagen... Ja. Wer bist du denn? Oh, hab keine Angst, ich bin Aurora, die gute... Oh, wie ich dieses Wort hasse. Gute Fee. Sag mir deinen sehnlichsten Wunsch, er soll dir erfüllt werden. Ich werde dir dabei helfen. Wünschst du dir nicht einmal ein Mu? Mu? Na komm schon, ein Musi? Wie? Ein Musiker zu werden! Ach das hat keinen Zweck. Die anderen Schlümpfe mögen mein Spiel nicht. Aber bald werden sie's mögen. Mit dieser Zauberschatzalokasu wirst du herrliche Musik machen. Oh, danke, das sieht aber gut aus. Nun schnell, geh und zeig's deinen kleinen Freunden. Jetzt zeigt er mir genau den Weg zum Dorf der Schlümpfe. Hey, wartet, bis ihr das gehört. Oh nein, er nun wieder. Ich hasse er nun wieder. Es ist ein Schatzalakatsu und er wird euch sicher gefallen. Hört zu. Was habt ihr denn? Soll das ein Witz sein? Was denn los? Ihr könnt wieder aufstehen. Na los. Papa Schlumpf, wach auf. Papa Schlumpf, hey. Das ist ja schrecklich. Ich muss sofort diese gute Fee suchen. Juhu. Hier ist die gute Fee. Gargamel! Was lange währt, wird endlich schlecht. Was hast du mit all den Schlümpfen gemacht, was? Mehr ich nichts, überhaupt nichts. Du hast sie umgebracht mit deiner Zauberschatz-Alokasu. Und nun brauche ich nur noch zuzugreifen. Nein! Und kein einziger Schlumpf bleibt auf dieser Erde übrig. Sieh mal an, du kleine Wasserratte. Ich kann auch schwimmen. Lauf so viel du willst. Ich fange dich doch. Du wirst mir nicht entkommen. Ich habe schon alle deine kleinen blauen Freunde. Und du bist der Nächste. Au, au, autsch. Da ist ein Stein in meinem Schuh. Ach, und jetzt kriege ich auch noch dieses Seitenstechen. Ah, ein Wadenkrampf. Oh, und auch noch ein steifer Nacken. Ach, und dieser Magenschmerz. Der Kopf tut weh. Es war mir ein Vergnügen. Und jetzt geht's nach Hause. Ach, nur die Angst hat dieses schreckliche kleine Biest getrieben. Was denn wohl sonst? Jetzt läuft er sicher zu seinem Dorf zurück und ich werde ihm auf dem Fuß folgen. Erst mal geradeaus, dann rechts und dann wieder rechts und dann, ich glaube, ich habe jetzt seine Spur verloren. Oh, ich hasse Schlümpfe, ich hasse sie, ich hasse sie. Oh, bitte, Schlumpfine, komm doch zu dir. Komm doch, Hefti. Wach auf, Porti. Sieh dir das an, Eistorte mit Schlagsahne und Kirschen und... Ach, es ist zwecklos, nichts hilft. Und schuld daran ist nur diese schreckliche, naja, diese... warte mal. Wenn dieser Zauber von Gargamel stammt, dann wird er auch das Gegenmittel haben. Bleibt schön hier, Schlümpfe. Ich komme zurück. Fliegenpilz oder Gift, ich werde Fallen aufstellen. Und zwar in solchen Massen, dass diese widerlichen kleinen Schlümpfe mir niemals entkommen können. Ah, ah.
Diesmal habe ich dich erwischt. Nein, das hast du noch nicht. Ich kann dich nicht hören, aber ich sehe dich. Ich vernichte dich. Ich zerschmettere dich. Ich zerdonnere dich. Ich zertrete dich, Übeltäter. Irgendwann geht dir die Puste aus und dann gehörst du mir. Teufel nochmal, ist das ein zäher Bursche, aber ich verliere mein Gleichgewicht. Wie wär's denn mit ein bisschen Musik zur Unterhaltung, Herr Gargamel? Nein, bitte tu's nicht, bitte nicht. Fertig? Everyone, add two. Nein, bitte, hab Erbarmen. Ich will auch nie wieder boshaft sein, bitte, nein. Naja, Papa Schlumpf sagt, du sollst keinen Mann treten, der am Boden liegt. Also... Na, mal sehen. Aha, Zaubermusikinstrument, das ist das Buch. Hier ist es, die Schatzalakazu. Oh nein, es ist kein Gegenmittel bekannt. Du verdammte Schatzalakazu! Meine armen Schlümpfe, da liegt er nun für immer und ewig. Ich habe alles versucht. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu tun. Jetzt blase ich euch einen Abschiedsgruß zu euren Ehren. Au, stopp! Du bist aufgewacht? Und wie? Dein Krach reicht aus, um Butter aufzuschlumpfen. Aber dann habe ich ja das Mittel gefunden. Was ist denn überhaupt passiert? Das ist eine lange Geschichte, Papa Schlumpf. Und alles fing an, als ich ging spazieren. Und Gargamel macht ja weiß, er wäre eine gute Fee. Ja. Oh, Harmony, wir verdanken dir so viel. So, Ende schlumpfig, alles schlumpfig. Nun können wir zurückkommen auf die Schlumpf von INC-Tour. Großartig, meine Trompete ist schon angewärmt. Nein. Nicht wahr sein. Ihr werdet mich doch mitspielen lassen, oder? Ja, er könnte ja vielleicht... Es ist, Wir können es ihm doch nicht verweigern, nach allem, was er getan hat. Papa Schlumpf, warum kriegen wir nicht... Handy, das ist eine großartige Idee.